Zu einem verkehrssicheren Fahrrad gehören mindestens zwei unabhängig voneinander funktionierende Fahrradbremsen. Diese sollten dann natürlich gut und zuverlässig funktionieren. Mein Name ist David und in diesem Video zeige ich euch 10 unterschiedliche Bremsvarianten und erkläre euch ihre Vor- und Nachteile. Als erste Bremse haben wir hier gleich eine der meistverbautesten Bremsen. Das ist nämlich die V-Bremse. Die überzeugt durch das geringe Gewicht eine sehr einfache Handhabung. Man kann die Bremse auch sehr leicht einstellen und den niedrigen Preis. Der Nachteil hier ist allerdings sehr schnell zu sehen bei Nässe und Schmutz auf der Fahrbahn. Wenn sich nämlich Nässe auf die Bremsflanke legt, dann lässt sehr schnell die Bremskraft nach und die Bremsbeläge verschleißen schneller. Zudem sind über die Jahre auch Verschleiß an der Bremsflanke zu bemerken. Als nächste Bremsvariante haben wir hier die synchronisierte Seitenzugbremse, besser vielleicht auch bekannt als Rennradbremse. Diese hat ungefähr denselben Wirkungsgrad wie eine V-Bremse, ist jedoch ein Ticken stärker und lässt sich leichter dosieren. Zudem ist das Einstellen auch einfacher. Eine konstante, sehr starke Bremsleistung haben wir bei den Scheibenbremsen. Diese lassen sich auch nicht bei Nässe so stark irritieren wie die beiden anderen Bremsen zuvor, denn die Scheibenbremse hat bei jedem Wetter durch leichtes Dosieren ein starkes Bremsverhalten. Allerdings ist die Bremse vom Gewicht her etwas schwerer, das Einstellen ist etwas komplizierter und Seitenschläge in der Bremsscheibe sind schwer zu korrigieren. Beide Bremsvarianten, also V-Bremse und Scheibenbremse, gibt es dann nochmal in der hydraulischen Variante. Hier wird dann nicht die Bremse über einen Bremszug betätigt, sondern über Öldruck. Das hat den Vorteil, dass man die Bremse leichter dosieren kann und wir am Ende ein besseres Bremsverhalten haben. Die hydraulischen Bremsen muss man nicht so oft warten. Wenn es allerdings zur Wartung kommt, dann ist es etwas komplizierter, aber dazu haben wir hilfreiche Videos auf unserem YouTube-Kanal. Cantilever-Bremsen findet man kaum noch an neuen Fahrrädern. Cantilever-Bremsen sind nämlich die Vorgänger der V-Bremse und haben somit die Vor- und Nachteile von dieser, wobei das Einstellen der Cantilever-Bremse etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt und die Bremskraft etwas geringer ist. Am ehesten findet man vielleicht die Cantilever-Bremse noch an älteren Cyclocrossern, die noch keine Scheibenbremsen haben, denn der Vorteil von der Cantilever-Bremse dort ist, dass der Abstand zum Rad relativ groß ist und sich kein Dreck dazwischen dann verfangen kann. Natürlich gibt es aber auch Cantilever-Bremsen bei City- oder Trekkingbikes. So, jetzt habe ich mein eigenes Fahrrad mitgebracht, denn das hat Rücktritt. Rücktrittsbremsen sind eigentlich ziemlich überholt, werden jedoch aus Gewohnheit noch von vielen Kunden gefordert und so findet man sie noch häufig an City-Rädern als dritte zusätzliche Bremse. Der Vorteil von einer Rücktrittsbremse ist, dass sie relativ robust gebaut ist, einen geringen Wartungsgrad hat und sie leicht durch das Rücktreten der Pedale betätigt wird. Die Schattenseiten überwiegen aber deutlich bei dieser Bremse, da die Dosierbarkeit sehr schwer ist und die Bremskraft auch gering ist und über einen längeren Zeitraum fast total versagt. Die nächsten zwei Bremsvarianten erkläre ich an diesem Leihfahrrad. Vorne haben wir hier nämlich eine Bandbremse. Die Bandbremse funktioniert, wie der Name schon sagt, über ein Band, welches hier um eine Bremstrommel herumgewickelt ist und beim Betätigen der Bremse wird dieses Band auf die Bremse gedrückt. Allerdings ist die Bremskraft nicht allzu hoch und über einen längeren Zeitraum, in dem man bremst, verliert man noch mehr Bremskraft. Hinten haben wir eine Rollenbremse. Die funktioniert mit Öl und Nocken, die von innen nach außen gegen eine Bremstrommel drücken. Dabei wird es sehr heiß, da Metall auf Metall kommt und die Bremswirkung lässt nach einer gewissen Zeit deutlich nach. Zudem sind oft an dieser Bremse Kühlkörper verbaut, die noch einmal die Bremse erschweren. Beide Bremsen sind übrigens vom Gewicht relativ schwer und haben eine geringe Bremswirkung. Warum sind sie dann an Leihfahrrädern verbaut? Ganz einfach, weil sie sehr wartungsarm sind und auch bei Regen eine gute Bremskraft noch bieten. Die seltenste Bremsvariante in diesem Video findet man nur noch an wenigen Fahrrädern auf Flohmärkten. Gemeint ist die Stempelbremse. Die Stempelbremse,
die auch Klotzbremse genannt wird, funktioniert über einen aus Gummi bestehenden Bremsklotz, der von oben direkt auf den Reifen gedrückt wird. Dabei ist natürlich die Bremskraft stark abhängig vom Wetter, das heißt, wenn der Reifen nass ist, ist die Bremskraft auch sehr gering. Dazu kommt noch ein sehr hoher Verschleiß von Bremsklotz und Reifen. Deshalb ist diese Bremsvariante für die meisten von uns unattraktiv. Ich hoffe, meine Liste der unterschiedlichen Bremsvarianten hat euch gefallen. Dann lasst doch einen Daumen da, schreibt euren Lieblingsbremstyp in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen. Ich drehe jetzt noch eine Runde auf meinem Rad. Das war's von mir, euer David von Fahrrad XXL.